die wirklich zu verstehen. Einfacher Begriff, einfach definiert, aber naja, das wirkliche Verständnis dafür stellt sich erst im Laufe der Zeit rein. Merken Sie sich das für die Schule. Einfach nur mal eine Definition angegeben. Das bringt noch gar nichts für das Verständnis. Das braucht dann doch eine Weile, bis man diese Definition irgendwie mit Leben erfüllt. So, dann wäre der letzte Abschnitt hier die Idee von folgenden Begriffen. Das wäre der Begriff Fixpunkt mit X, Fixgerade. Und Fixpunktgerade. Einer Abbildung. Speziell natürlich einer Bewegung, aber das kann man auch auf andere Abbildungen, etwa zentrische Streckungen, andere affine Abbildungen. Das heißt also, wir strecken bloß in X-Richtung oder schrauben in Y-Richtung. Was wäre das? Naja, beispielsweise wäre bei einer Drehung, also zunächst erstmal die Fixpunkte, Beispiele. Also das Drehzentrum bei einer Drehung. Also das Drehzentrum bei einer Drehung ist Fixpunkt dieser Abbildung. Ja, ist klar, wir haben hier einen Punkt Z oder wie wir den auch immer nennen wollen. Jetzt bewegen sich alle anderen Punkte hier auf Kreisbahnen. A kommt hier hin, wird nicht auf sich selbst abgebildet, aber Z bleibt immer fest. Ja? Also Z ist identisch mit Z', währenddessen A hier sein A' findet. Denkt mal dran, jeder Punkt wird irgendwie abgebildet, jeder Punkt kriegt einen Bildpunkt, jeder Punkt der Ebene, also auch Z, also auch unser Drehzentrum, und das Drehzentrum wird auf sich selbst abgebildet. So, das muss nicht auf Bewegung beschränkt bleiben. Beispielsweise Z nochmal bei einer zentrischen Streckung. Jetzt würde A meinetwegen hier hinkommen. Punkt B meinetwegen hier hin. Kann ich jetzt schnell überprüfen. Die wären nämlich parallel. B'. Ja, B kommt hier hin. A kommt hier hin. Z ist der einzige Punkt, der auf sich selbst abgebildet wird. Also ein Fixpunkt einer Abbildung ist ein Punkt, der auf sich selbst abgebildet wird. Anders ausgedrückt, schreibe es mal sauber auf, wenn ein Punkt bei einer Abbildung auf sich selbst abgebildet wird, dann heißt der Fixpunkt bezüglich dieser Abbildung. So, ein bisschen rüberschieben. Na. Wird alles ein bisschen viel langsam für den Rechner.
So. Okay, großschreiben. Das wäre also ein Fixpunkt einer Abbildung, beispielsweise Drehzentrum, Steckzentrum. Ja. Kennen Sie noch mehr Fixpunkte? Bei irgendwelchen Abbildungen? Na, beispielsweise, wir nehmen mal eine Geradenspiegelung. Aber okay, hier haben wir die Spiegelachse. So, jetzt spiegeln wir irgendeinen anderen Punkt. Da haben wir hier den Punkt A. Was machen wir da? Wir brauchen eine Senkrechte. So. Jetzt messen wir hier noch den Abstand. So, hier und hier selber Abstand. Dann kriegen wir hier einen Strich. Ja, schön und gut. Das ist natürlich kein Fixpunkt, denn er wird natürlich auf einen anderen Punkt abgebildet. Hier wichtig, senkrecht. Das soll genauso lang sein wie das. Das war die Idee von der Geradenspiegelung. Wird sich zeigen, dass das eine spezielle Bewegung ist. Das sehen wir uns beim nächsten Mal an. Und ja, was ist allerdings mit dem Punkt hier auf der Spiegelgeraden selber? Na, dieser Punkt wird auf sich selbst abgebildet. Groß S wird auf sich selbst abgebildet bei der Spiegelung, ist also mit seinem Bild identisch. Ja, wenn wir hier einen anderen Punkt nehmen, nennen wir den mal Q. Jeder Punkt der geraden Spiegelung wird auf sich selbst abgebildet. Ja. Jeder Punkt der Spiegelgeraden wird bei der entsprechenden Spiegelung auf sich selbst abgebildet. Und ist damit Fixpunkt bezüglich der Spiegelung. Schön. Die gesamte Gerade wird damit auf sich selbst abgebildet. Jeder Punkt wird der Geraden wird auf sich selbst abgebildet. Und damit ist die Spiegelgerade selber, weil jeder Punkt auf sich selbst abgebildet wird, eine sogenannte Fixpunktgerade. Also eine Gerade, bei der bezüglich einer Bewegung, einer Abbildung, jeder Punkt auf sich selbst abgebildet wird. Eine solche Gerade, die nur aus Fixpunkten besteht, heißt Fixpunktgerade. Definieren wir uns. Eine Gerade, nur aus Fixpunkten besteht, heißt Fixpunktgerade. Beispiel Spiegelgerade bei einer geraden Spiegelung.
Ja, Sie können sich mal weiter überlegen. Im Gegensatz dazu gibt es Geraden, die auf sich selbst abgebildet werden, die aber keinen Fixpunkt haben und die heißen nur Fixgeraden. Okay. Können Sie sich eine Bewegung vorstellen, die Sie kennen, irgendeine Abbildung, die Sie schon kennen, die überhaupt keine Fixpunkte hat? Welche Bewegung hat überhaupt keine Fixpunkte? Beispielsweise die Verschiebung. Sagen wir, hier haben wir den Verschiebungsvektor. Jetzt wird jede Gerade, die parallel ist zu dem Verschiebungsvektor, auf sich selbst abgebildet. Ja. Zwar kommt dieser Punkt meinetwegen hierhin jetzt, oder dieser Punkt kommt dann hierhin. Keiner dieser Punkte ist irgendwie Fixpunkt bei dieser Bewegung. Es gibt überhaupt keinen Fixpunkt bei dieser Bewegung. Jeder wird irgendwo anders hin bewegt. Keiner wird auf sich selbst abgebildet. Demzufolge wird bei dieser Geraden, diese Gerade hat keinen einzigen Fixpunkt. Keiner der Punkte wird auf sich selbst abgebildet, aber die Gerade insgesamt wird auf sich selbst abgebildet. Sie ist nur ein wenig verschoben. Ja? Und eine solche Gerade, die auf sich selbst abgebildet wird, heißt Fixgerade. Damit ist jede Fixpunktgerade eine Fixgerade, aber nicht umgekehrt, jede Fixgerade eine Fixpunktgerade. Also jede Gerade, die bei einer Abbildung auf sich selbst abgebildet wird. So, schieben wir erstmal rüber. Heißt x gerade diese Abbildung. Beispiele wären alle Geraden, die parallel zur Verschiebungsrichtung sind. Bei einer Verschiebung oder bei einer Drehung alle Geraden, die durchs Drehzentrum gehen. Na gut, das stimmt jetzt nicht ganz, die könnten natürlich irgendwo hin abgebildet werden, aber wenn wir jetzt Drehung um Z mit 180 Grad nehmen, jetzt, dann kommt dieser Punkt gerade hier hin, dieser Punkt kommt gerade hier hin. Z wird auf sich selbst abgebildet, einen Fixpunkt haben wir also, aber nicht alle Punkte sind Fixpunkte und diese Gerade, also eine Gerade durch Z ist Fixgerade bei einer Drehung um Z mit 180 Grad, also Punktspiegelung. So, das wären also diese Begriffe, die wir immer wieder verwenden werden, die immer wieder auftreten werden, über die müssen Sie reden können. Da führt kein Weg dran vorbei. Dies hört sich alles nicht schwer an, ist aber nur zu verstehen, wenn man viele, viele Beispiele hat. Sie werden einige dazu auf im Wiki bekommen als Übungsaufgaben. So, soweit zu dem Stoff von heute. Gibt es Fragen? Ah, ich sehe hier gerade, dass da
im Chat einiges noch passiert ist. Ich sehe den nicht, wenn ich dort auf dem Whiteboard bin. Rufen Sie ruhig dazwischen. Okay, Fragen. Soweit erstmal alles klar. Gut, dann spreche ich diese Aufzeichnung erstmal ab. Dann braucht der Rechner wieder das zu rendern.